einmal in den ganz großen Eishallen der Welt auftreten. Das ist der Traum eines jeden Eiskunstläufers. Bei den Berliner Jugendmeisterschaften im Erika-Hess-Stadion zeigt sich, dass die nächste Generation deutscher Eislauftalente bereits in den Startlöchern steht. Ein großes Berliner Vorbild der Nachwuchsathletinnen und Athleten ist aber eine, die vor knapp 14 Jahren vor ihrer Zeit als Paarläuferin selbst hier auf dem Eis angetreten ist. Olympionikin Annika Hocke. Sie läuft einfach super schön und kämpft halt einfach immer. Und ich weiß nicht, also ich finde einfach alles schön an ihr, wie sie läuft und einfach ihre Präsenz toll. Dem steht Delia in ihrer Kür zu Angel by the Wings um nichts nach. Mit insgesamt 86,93 Punkten entscheidet sie die Jugendklasse der Mädchen unter 17 für sich. Und auch ohne hohe Schwierigkeitsgrade in den Elementen überzeugt sie das Preisgericht, vor allem durch ihre B-Note und sichert sich somit Bestwerte. Wenn ich auf dem Eis bin, kann ich einfach alles vergessen. Also es ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Ein ganz besonderer Wettkampf ist es auch für die 10-jährige Annika Mende, die nicht nur im Einzel-, sondern auch im Paarlaufen an der Seite von Nikita Seidel antritt und somit dieses Wochenende buchstäblich in die Fußstapfen ihrer Namensvetterin Annika Hocke gestiegen ist. Für Nikita und sie ist der Wettbewerb eine Premiere. Also es war ja mein erster Wettkampf und ich fand es schön, aber man muss sich halt dran gewöhnen, dass man halt noch jemanden neben mir hat. Die Kategorie Nachwuchs entscheidet Alexandra Angorn vom SC Berlin mit 76,97 Punkten für sich. Aufgrund einiger kleiner Unsicherheiten in der Kür hätte der Sieg sogar noch deutlicher ausfallen können, doch am Ende reicht der dicke Vorsprung aus dem Kurzprogramm aus. Kategorie Nachwuchs ist übrigens auch die Kategorie, in der Annika Hocke 3 Jahre hintereinander siegte. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich es geschafft habe und ich bereite mich jetzt weiter auf den nächsten Wettkampf vor. Den krönenden Abschluss jedoch bildet das Team Berlin Juniors vom Berliner TSC. Hier sind nochmal alle Sieger im Überblick. Besonders stark der SC Berlin, der insgesamt 6 Jugendmeisterinnen und Meister stellt. Das nächste große Event lässt auch nicht lange auf sich warten. Vom 11. bis 13. Februar findet der Länderpokal Kleiner Berliner Bär statt. Dann wird es nicht nur ein Wiedersehen im Erika-Hess-Stadion geben, sondern sicherlich auch mit einigen der Berliner Nachwuchstalente, die genauso wie Annika Hocke vor 13 Jahren ganz oben stehen wollen.